Der Wasserfrosch bevorzugt als Lebensraum stehende Teichgewässer mit Pflanzenbewuchs, wo sich gerne nahe der Wasseroberfläche auf Schwimmblattvegetation oder am Ufer sitzend aufhält. Gefahren versucht er durch einen Sprung ins tiefere Wasser oder durch rasches Untertauchen zu entgehen. In den von der Frühjahrssonne erwärmten Teichen lassen die Männchen der Wasserfrösche ab etwa Anfang Mai ihre gewässerbelebenden Konzerte erschallen. Zwei große Schallblasen, die neben den Mundwinkeln hervortreten, verstärken die Stimme, sodass die Quaklaute und Balzkonzerte oft weithin zu hören sind.